Ich muss dann erstmal gucken, genau hier im Reihum-Modus muss der. Und überall eine Holzkohle rein. Eins, zwei, drei, vier. Fünf, sechs, sieben, acht. Ach du Scheiße, jetzt muss ich dann erstmal gucken, wie ich diese Farben mache. Bis hierhin habe ich alles. Das wäre noch das Grün oder Leim oder was das ist. Und es wird dunkel. So, ab ins Bett, dann trinke ich noch mal einen Schluck. Das kann ich auch nicht während einem Aufnahmeschnitt oder so machen, nö. Gut. Dann habe ich hier jetzt erstmal wieder ein volles Inventar, super. Aber was ich außerdem habe, sind so ein paar Basalt-Cobbles, Basalt-Stones, die ich dann fürs Kraftwerk benutzen kann und da weitermachen kann. Da war Eisen drin. Eins, zwei, drei, vier und hier noch eins. So. Das regt mich jetzt aber dezent auf. Da muss doch so. Saltbrick Slab. Da. Genau, dann kann man hier auch so reinlaufen. Hallo Spinne, du kommst hier sowieso nicht rein, du bist zu fett. Ja, jetzt hier hoch. Und hier zu machen. Was ist denn das für ein Lied? Ja, das ist schon besser. Könnte aber auch von irgendeinem Gameboy-Zelda-Spiel kommen. Also von den Spielen, die ich kenne, würde mich das jetzt an nichts erinnern. Da sind schon wieder Bäume gewachsen, aber naja, was soll's. Hauptsache die Baumfarm funktioniert einwandfrei. Und ja, ich werde dann noch zusehen, dass ich die restliche Glasumrandung mache. Aber dazu müsste ich erstmal wieder Sand farmen. Und Sand farmen ist ja auch so eine irre spannende Aufgabe. Aber was sein muss, muss sein. Jawohl. Was ist das jetzt? Nocturne des Schattens. Ist glaube ich jetzt nur so, ja, 19 Sekunden. Schade eigentlich. Wenn man daraus ein schönes, schönes Lied machen würde, wäre das episch. Was haben wir da jetzt? Zelda's Theme. Ich mach mal kurz ein bisschen lauter. Ach so. Ist aber ein sehr, sehr leises Lied. Bitte? Ach so, der pflanzt jetzt erst. Ach so, ja. Gut. Hier haben wir wieder das
Deswegen war ich ja hier drüben so irritiert. Dass hier noch so viel Blätterwerk ist. Ich dachte, der wäre noch gar nicht fertig, aber das ist schon wieder einfach nur, wird nicht richtig angezeigt hier. Auch hier unten der Holz. Und jetzt seht ihr schon die Blätter, die vier Setzlinge, die ich jetzt aufgesammelt habe. Die wären da jetzt liegen geblieben, so lange, bis sie wegfallen würden. Das sind eigentlich die Setzlinge, die hier von den Blättern noch abfallen, von denen, die hier noch da sind. Und die dann, womit ich dann eigentlich gerechnet habe, dass sich dadurch der Bestand erhöht. So, dann mache ich hier mal wieder den Flug-Cheat-Modus aus. Weil wir hier nicht cheaten wollen. Ich wollte euch das nur nochmal gezeigt haben. So, jetzt kann ich aber hier auch so rüber gehen. Das geht doch so deutlich schneller. Wenn man nur so eine kleine Dings überbrücken muss. So. Hier oben drauf waren auch ein Zombie. Gut, dann kann das hier jetzt auch zu. Dann kann das hier weg. Dann auf jeden Fall hier Fackeln anbringen. So, erstmal so provisorisch. Habe ich denn Pneumatic Tubes? Ich mache das mal anders. Ich mache hier mal eine Redstone Cube. Setz die hier hin. Und gehe da mit normalem Pneumatic weiter. Das geht dann da rein. So. Jetzt müsste eigentlich auch so langsam mal... Ach nee, halt. Da kann ich dann jetzt schon mal das hier machen. Wie viele verschiedene habe ich hier jetzt? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Acht. Machen wir das einfach mal so. Ich brauche dann sowieso noch weitere Tubes. Und dann muss ich mich, wie gesagt, auch noch um die Dingsbumszeug kümmern. Um die Farben, damit das Ganze sortiert werden. Skelett. Wie zur Hölle bist du jetzt hier reingekommen? Hier unten ist hell genug. Hier kannst du nicht gespawnt sein. Da hinten in der Ecke ist eigentlich auch hell. Habe ich die Tür aufgelassen, dass er von draußen gekommen ist? Und sich dann für die Sonne gerettet hat? Weiß ich nicht. Erstmal brauche ich jetzt weitere Tubes. Erstmal brauche ich einen Inventarplatz. Und dann werde ich auch die Aufnahme beenden, denke ich mal. Das Zeug hier rein. Ich hole mir mal das Zeug raus.
Hau das in die Öfen, denn dann kann man die nämlich 4 Stacks zu einem Stack machen. So, das nimmt dann nicht mehr so viel Platz weg in der Kiste. Was war hier? Hier war Eisen, da kann das rein. Eisen dahin. Hier habe ich noch mehr Basalt, Brick. Dann kommt der Slab, kommt auch mal damit hin. Und dann kommt das Glas erstmal weg. Die braune Wolle. Auch hier hätte ich noch so viel bunte Wolle gehabt. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Ja. Auch wenn das jetzt nicht so viel bringt mit diesen 4 Setzlingen. Ah, halt. Ich wollte sowieso mal gucken, das hatte ich ja gesagt. Wie viel der... Es wird doch gerade dunkel. Warum kann ich nicht schlafen? Wie viel der Filler so an Verbrauch hat. So, dann tue ich hier jetzt nochmal 16 Kohle rein. Und gucke, ob ich hier jetzt schlafen kann. Nein. Dann tue ich hier nochmal, da ist gerade nichts. Ein Stack. Normale Kohle rein. Und gucke, ob ich jetzt schlafen kann. Ja. So, dann gucke ich jetzt, wie viele Setzlinge der Filler noch hat. So. Ist das so? Hüpf. Den könnte ich schon wieder ernten. Wie gesagt, ich werde auch einen Timer dran setzen, dass der regelmäßig erntet. Alle 10, 15 Minuten. 2, 4. Der hat so ziemlich gar nichts verloren. Das ist erfreulich. Aber der kriegt auch nichts dazu. Ich denke mal, das liegt auch daran, dass... Nee, der wirft immer noch so viel Schatten. Keine Ahnung, woran das liegt. In meinem Testlauf hat er jedenfalls deutlich mehr Verlust an Setzlingen gehabt. Freut mich, dass es jetzt doch so ausgeglichen ist. Na gut, aber ich nehme hier auch schon eine halbe Ewigkeit auf. Ich kann immer eben was nachgucken. Hatte ich den nicht noch irgendwo? Nein, habe ich nicht offen. Dann gucke ich da mal. Aufnahme, Minecraft. Na, das sind schon eine ganze Menge. Das sind hier schon 2 Stunden. Ich weiß nicht, ob das auch noch dazu gehört. Was ist denn das? Nee, das gehört scheinbar nicht mehr dazu. Naja. Dann waren das jetzt wohl über 2,5 Stunden, was ich jetzt hier aufgenommen habe. Das sollte auf jeden Fall wieder eine ganze Menge sein. Aber ich hatte ja sowieso noch eine ganze Menge Vorrat, was noch nicht fertig gerendert ist. Aber naja, gut Leute, wir sehen uns dann beim nächsten Mal wieder. Bis dahin und tschüss.